Wunderschönen guten Abend, willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Ja, heute mal mit einer kleinen Nachtaufnahme-Session, hatte ich glaube ich schon länger nicht mehr. Und naja, ich glaube auch, das passt viel besser zum neuen Thumbnail-Stil, den ich mittlerweile habe. Denn vielleicht habt ihr es schon gemerkt, was heißt ihr habt es gemerkt, ich habe es beim letzten Mal sogar angekündigt. Der gelbe Rand und die Sonne auf dem Thumbnail ist mittlerweile Geschichte. Wir werden jetzt die zweiten 50 Folgen, die wir hier machen werden, mit einem nächtlichen Thumbnail verzieren, je nachdem. So, wie spät haben wir es ganz schnell, weil ich sehe, dass Nookshops. Ah, okay, 25 Minuten, da geht auf jeden Fall noch einiges. Der Keramikkrug und das Wasserspiel wären heute der Top-Ankauf. Ja, was werden wir heute tun? Ich werde heute auf jeden Fall in den Gebirgen ein bisschen arbeiten. Na? Sprich, erste Sachen für den Waldwanderweg. Ich glaube, den könnt ihr eh schon bald nicht mehr hören. Deswegen sollten wir den wirklich jetzt endlich mal anfangen zu bauen, wenn es geht, sogar innerhalb der nächsten 5 Folgen fertigstellen. Ich glaube nicht, dass mir das gelingen wird, weil Material kostet auf jeden Fall einiges. Ja, mal gucken. Zuallererst muss ich mir jetzt mal mein Werkzeug holen. Das heißt, ab in den Keller. Ja, mein Haus ist mittlerweile auch voll vergrößert. 2,5 Millionen muss ich noch bezahlen. Dann ist das Ganze endlich abbezahlt. Was heißt endlich? Ich meine, der Keller steht ab heute. Oder erst seit heute. Ja, aber ich glaube, Geld ist mittlerweile wieder die wenigste Sorge. Ich habe nämlich offscreen meine 12.000 Rüben verkauft. Tim hat mich nämlich angerufen und gesagt, ey, ich habe 400er Rübenpreis und dann konnte ich einfach nicht mehr widerstehen. Ich musste sofort auf seine Insel. Ich meine, selbst wenn Tim das heute nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich bei mir verkauft. 150er Rübenpreis war ja auch nicht unbedingt so verkehrt. Ich meine, immer ein bisschen Gewinn. Ich brauche hier kurz mal Licht. Es werde Licht. So. Sterncasher passt. Sprungstab muss ich mal verschieben. Oh Gott. Das alles ist wieder in die richtige Reihenfolge. Das ist das Problem bei Rübenverkäufen. Es entsteht nachher so ein Chaos und das, ja, regt mich schon ein bisschen auf, aber egal. Bitte, es gibt Schlimmeres. Es gibt viel Schlimmeres. Ich glaube, das Sortieren haben wir schneller gemacht. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich jetzt wieder mein... Ach, das kann ich hierin gar nicht. Da muss ich kurz raus. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass wahrscheinlich auch der Werkzeugring wieder komplett verstellt ist. Wartet, wir überprüfen gleich. Jupp, so ist auch, die Angel ist auf einmal unten. Oh Gott. Das muss ich auf jeden Fall sofort ändern. Vor allem nicht mal die Steuer ist irgendwie darin enthalten. Das ist einmal komplett fail. Der Cache ist auch falsch. Also ich hatte schon meine so gewisse Ausrichtung, wie mein Werkzeugring genau aussieht. Den könnt ihr jetzt hier gleich sehen. Also oben ist bei mir immer die Angel, das ist klar. Rechts habe ich dann, wo habe ich sie? Die Leiter. Dann, eins darunter ist immer die Gießkanne. Nee, das ist schon falsch, ich bin Idiot. Ja, ich habe meine gewisse Reihenfolge auf jeden Fall, deswegen verkacke ich auch gerade. Nee, ganz unten ist der Sprungstab, rechts war dann die Axt. So, wo habe ich sie? Hier ist die Schleuder. Hier kommt dann die Schaufel hin und dort dann die Gießkanne. So, jetzt habe ich meine Reihenfolge. Ja, aber ganz ehrlich, wenn es halt um Rübenverkäufe geht, dann muss ich einfach mal wirklich Prioritäten setzen. Das geht leider nicht anders. Und ich muss jetzt kurz mein Bild machen, denn ich mache das Ganze hier blind. Ich habe mir keine Pläne gemacht oder ähnliches. Erstmal muss ich gucken. Sprich, welche Zäune werde ich verwenden? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste doch nicht, was da wirklich hinpassen würde. Also Hecken kommen auf jeden Fall nicht in Frage. Und ich sehe gerade, dass hier einfach mein Felsen mitten auf dem Weg ist. Was soll denn das denn schon wieder? Das war eigentlich nicht der Plan. Ob Strohzäune... Nee, Strohzäune sehen komplett scheiße aus. Das passt überhaupt nicht hin. Ich muss kurz mal gucken, welche Zäune ich überhaupt zur Auswahl habe. Ich glaube nicht viele. Also wirklich überhaupt nicht viele. Also, die Feldsteinmauer habe ich natürlich. Die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Dann der Strohzaun. Kostet viel Unkraut, nicht wahr? Genau. Das ist schon wieder kritisch. Die Hecke selbst lassen wir natürlich bleiben. Wie sieht es mit den Holzsachen aus? Standardzaun? Nee. Stacheldrahtzaun? Auch nee. Gitterzaun? Ebenfalls nee. Bretterzaun? Und Baumstammzaun? Baumstammzaun? Eigentlich müsste ich den nehmen. Der passt halt wirklich am besten. Hartholz. Ich glaube, ich mache nochmal ganz kurz einen Sprung rein ins Service Center.
Vielleicht habe ich Glück und die bieten gerade gute Zäune an. Ihr seht übrigens gerade, Gerd ist auch wieder hier. Endlich! Sollte man wieder ein bisschen was kaufen bei ihm. Aber ich habe halt noch so viele Sträucher, das ist halt schon... Oh. So, von der Mine habe ich übrigens auch keine Probleme mehr. Ihr seht, fast 20.000 mittlerweile wieder. So, dieses Nukefon-Gestaltungskit, auch noch keine Ahnung, was wir damit machen. Ich habe das schon gekauft. Holzpfahl-Lizenz, nee, Sandwick-Lizenz auch nicht. Eisenzaun und der Stacheldrahtzaun. Eisenzaun habe ich noch gar nicht, deswegen Gönnung. Warum denn nicht? Nee, ich glaube, ich werde diesen Seilzaun da nehmen, oder wie der hieß. Ihr wisst schon, was ich da oben auch schon platziert habe bei Mareiles Haus, wenn ihr die Folge gesehen habt. Ansonsten, 18.000 Meilen hätte ich noch zum Verbraten. Gedenkstein könnte ich mir holen, Kanal denken. Ja komm, ich hole mir jetzt mal die ganzen Sachen hier. Ich tue es einfach mal. Jetzt würde mich halt interessieren, was passiert eigentlich, wenn ich das Ding verkaufen würde? Also diesen Bauplan und, weil der wird ja dann nicht mehr angezeigt. Heißt das, ich könnte dann nie mehr einen Kanaldeckel machen oder was wäre da los? Wäre eigentlich mal eine gute Sache, damit man das... Habe ich den gerade nicht gekauft? Ja, okay, wird schon passen. Ja, ich bin mal wieder ein bisschen verwirrt. Nachtaufnahmesession heißt natürlich auch Schaden für mein kleines Gehirn. Mein kleines süßes Gehirn. Ich bin ein Idiot, ich habe schon gekauft. Ich habe zweimal jetzt, nicht wahr? Boah, ich dachte, die würden verschwinden. Oh Mann, bin ich dämlich. Ja, hier ist übrigens mein aktueller Kontostand. 5,6 Millionen Sternis. Also ich könnte jetzt einen Kredit mal... Soll ich das? Ja, komm. Komm, nee, nicht bar bezahlen, das wird ein bisschen teuer. Wir machen es gleich mal. Das heißt, 3 Millionen bleiben noch übrig. Aber ich werde nie wieder einen Kredit haben. Das ist gut. Denn das Haus wird sich wahrscheinlich ab sofort nicht mehr erweitern. Ich frage jetzt einfach mal nach. Was würde jetzt passieren bei Eigenheimberatung? Ja, okay, ich könnte es mir schon denken. Du liebe Güte, du hast es geschafft, du hast deinen Kredit abbezahlt. Wieder einmal. Du bist schuldenfrei, du hast ein geräumiges Eigenheim auf deiner Insel. Ja, ja. Ich weiß, du wartest jetzt nur darauf, dass ich dir noch eine Erweiterung anbiete, aber da sind wir am Ende. Ich kann dir jedoch etwas anderes anbieten. Kostenlos, versteht sich? Nur ging bitte Garantie auf Lebenszeit an und als Zeichen unserer Verbundenheit bieten wir dir voll stolz auf Lebenszeit kostenlose Umbauten deiner Hausfassade an. Nur eine pro Tag, es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen. Ja, ja, laut Gesetz muss ich das sagen. Ich hoffe, Noging wird dir noch viele Jahre zu Dienst sein dürfen. Mein Glückwunsch nochmal. Das heißt, die 5000 Sterne, die ich damals ausgegeben habe, waren absolute Geldverschwendung. Aber voll. Alter, ich wurde über den Tisch gezogen. Ich habe jetzt zweimal Gedenkstein, stimmt? Jupp, das heißt, ich kann eine verkaufen. Man, ich verstehe nicht, warum die anderen dann verschwinden und die nicht. Vor allem Gedenkstein. Soll ich irgendwo einen Friedhof hinbauen oder was? Ich glaube, das ist das Letzte, was ich baue. Wir time-traveln ins Jahr 2060 und dann, wo die Switch halt am Ende ihrer Lebenszeit ist, eigentlich, also... 2060 ist das letzte Jahr auf der Switch. Da könnte man das theoretisch mal probieren. Nee, also ich habe jetzt meine Entscheidung getroffen. Ich werde einen Seilzaun machen. Weil der Baumstandzaun, den habe ich eben schon. Seilzaun bedeutet übrigens auf einer gewissen Art und Weise relativ viel Eisen. Was jetzt da fließen wird. Wie viel Eisen habe ich denn überhaupt? Oh Gott. So, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich natürlich mit. Ich nehme alles mit. Alles, was ich brauchen könnte. Hier, dieses Nukefon-Gestaltungskit, was bringt mir das eigentlich? Ich weiß es noch immer nicht. Zäune hätte ich auch noch jede Menge. Jo. Mein Lager, it is voll. It is very voll. Aber ich glaube wirklich, dass das Steinzaun, der Seilzaun wirklich ganz gut aussehen wird. Vorausgesetzt, wo ist er denn jetzt? Where are you? Ich kann sie hier suchen, wartet. Tapeten, Böden, nee. Herstellbares, genau, das kann man machen.
Okay, der Eisenzahn selbst wäre auch ein bisschen. Der wäre auch möglich. Ja, nice. Hier ist er, der Seilzahn. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass das halt nur 4 Eisen kostet. Ich meine, ich hätte wegen diesem Seil und sowas, ich hätte damit gerechnet, dass er wahrscheinlich auch so 10 Unkraut wieder kosten wird. Aber nö, ich bin verschont geblieben. Was kann ich denn eigentlich mit dem Eisenzaun machen, groß? Ich meine, ich habe ihn jetzt gekauft, damit ich ihn halt überhaupt mal in meinen Crafting-Rezepten drin habe. Stacheldrahtzaun habe ich ja schon. Ja, keine Ahnung, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal hinbauen. Ich wüsste halt spontan wirklich nicht wo. Vor allem, ich brauche noch jede Menge Nadelbäume, fällt mir gerade ein. Bezüglich, später dann, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen auf dem Waldwanderweg zu platzieren. Denn am Anfang wird es wahrscheinlich nur ein leerer Weg sein. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ihr wisst schon, so kleine Formen wie der Spielplatz, den ich ursprünglich vorhatte, da habe ich auch immer gesagt, eine Folge und dann war's das. Ihr wisst, was dabei rausgekommen ist. Meistens sind es dann 2 oder 3 Folgen sogar geworden. Das wird kein weiteres Mal passieren, ich verspreche euch. Hier muss ich auch noch irgendwas überlegen, wie ich den Weg runterbaue. Na gut, ich fange hier jetzt einfach mal an. Das heißt, Zäune bitte ausrüsten. Wo habe ich euch? Hier. Ich fange hier mal an. Und hier ist schon das erste Hindernis, was ich gerade sehe. Ah, die Bäume, na klasse. Die stehen schon mal super im Weg. Und auch Blumen und alles. Oh Gott, an das habe ich gar nicht gedacht, dass ich ja auch relativ viel umbauen muss bezüglich Bäume und sowas. Mann, ich stelle mir das immer so einfach vor. Vor allem, ich denke halt auch wirklich nie nach. Ich denke mir so, okay, schnell hinplatzieren und dann ist das Ganze schon fertig. Dass dabei immer wieder Hindernisse auftauchen. Nope. An das denke ich irgendwie nie. Ich glaube, die Zäune werden knapp mal reichen, damit ich einmal das Teil hier habe. So. Ob das jetzt so gut hier ist, weiß ich auch nicht. Hier müsste auch noch einer hingehen. Genau. Das wird schon mal sitzen. Jetzt bin ich aber überlegen, wenn hier... Ah, das ist alles so blöd schon wieder. Ja, okay, hier kommt nichts hin. Na gut, dann lasse ich das hier mal. Man sieht es eh. Aufgrund des Baums sieht man es nicht. Das ist schon mal was Gutes. Nee, es wird auf jeden Fall sicher wieder irgendwas umgebaut werden hier. Ihr wisst, das sind so vorzeitige Entscheidungen, die ich halt treffen muss. Einfach mal, damit ich überhaupt meinen Plan habe. Würde ich das nicht tun, dann wisst ihr, wo das Ganze enden wird. Ich meine, es geht ja in erster Linie mit diesem Waldwanderweg auch hauptsächlich darum, dass man ja überhaupt mal was hinsetzt. Besser gesagt, dass man halt auch wirklich dann in Richtung 5 Sterne geht. Die habe ich nämlich noch immer nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich die so schnell erreichen werde. So, okay, hier muss ich einen schon mal weglassen. Hier geht's hoch. Die Bäume hingegen stehen schon mal ganz gut. Das heißt, ich kann hier noch ein bisschen weiter höher bauen. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Und auch hier war noch ein Loch, genau. Das heißt, hier kann ich dann hochbauen. Ich brauche halt dann nur noch den Aufgang. Den muss ich mir noch kaufen. Wie viele Zäune habe ich denn überhaupt noch? 16 Stück. Ich sag's Alter, die 50 Zäune alleine, die reichen niemals. Ich hatte schon wieder ein bisschen Kopf. Ey, damit, das wird sich locker ausgehen und sowas. Ihr seht eh, wo ich gerade stehe. Das geht sich gar nicht aus. Das wird mega knapp. Okay, nope, das geht sich überhaupt nicht aus. Genau 0,0. Mich regt das auch mit den Felsen ein bisschen auf. Ich gucke nochmal ganz kurz. 5 Stück. Das geht sich genau aus, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, das geht sich genau aus. Ich glaube, ich fresse einen Besen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh, hoppala. Das geht sich komplett. Alter.
Also Max, da guckst du halt auch nur Glück beim Zocken, habe ich teilweise das Gefühl. Der Felsen ist hier schon wieder ein bisschen beschissen platziert. Ich brauche mal ganz kurz wieder ein paar Früchte. Sind die Kirschen? Ja, hier sind welche. Nicht wegen Bäume ausbuddeln, aber Felsen zerschmettern. Die Felsen konnten sich natürlich keinen besseren Platz aussuchen. Ich sage euch, wenn die jetzt hier immer spawnen, dann kriege ich echt einen Anfall. Ich meine, es nervt schon alleine, dass unten bei Nuxladen die Felsen so richtig nah an der Hecke sind, aber dagegen lässt sich eh nichts tun. So. Aufgeladen bin ich mit Kraft. Somit können wir die jetzt zertrümmern. Zack. Sogar eine Eisenbahn rausgekommen. Und hier oben noch. Und hier kommt ein Sternisack raus. 8000 Nein! Das war der Sternifelsen! RIP. Das habe ich gerade gar nicht gedacht, dass ja der Sternifelsen noch existiert. Ja, hoppala. Ich brauche ganz kurz einen Nadelbaum irgendwo her. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Weil das hier schon so hässlich aussieht. Ich habe jetzt noch 3 Zäune zur Verfügung. Und das war schon wieder ein bisschen zu hoch. Vor allem, ich muss halt noch irgendwo was freilassen, damit ich überhaupt da rauskomme noch. Ich meine, es geht ja an dem Waldwanderweg jetzt nicht darum, dass ich hier irgendwie die Hälfte abblocke oder sowas, sondern, oder nicht mehr hier rauskomme, sondern eher darum, dass das halt schön aussieht. So. Jetzt kann ich hier nämlich noch einen Weg zum Fußballplatz machen. Das heißt, Inseldesigner-App, du bist wieder gefragt, beziehungsweise, nee, warte, vorher laufe ich zum Aufgang runter. Also, zum Service-Center. Ich möchte nämlich einen Aufgang bauen. Anscheinend habe ich das nämlich irgendwie vergessen, mal im Stress. Wisst ihr, mein Ziel ist es halt am Ende, dass wirklich überall was steht auf der Insel. Wirklich überall. Ich weiß gar nicht, habe ich schon über meine Ziele mal gesprochen, also was ich hier erreichen möchte. Also das eine war natürlich volles Haus. Also wenn ich schon mal erzählt habe, gut. Ansonsten erzähle ich es nochmal, weil ich habe diese Ziele nochmal ein bisschen angepasst. Zum einen, natürlich, Haus voll ausbauen und alles abbezahlen. Das haben wir ab heute erreicht. Das ist klar. Dann der Waldwanderweg natürlich. Und ich habe mir mal, glaube ich, gesagt, habe ich das schon gesagt in dem Video? Ich wollte 50 Millionen Sternis Kontostand erreichen. Das Problem ist, wir haben jetzt 3 Millionen noch. Das sind einige Rübenpreise, die dann noch fehlen. Und somit, ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Beziehungsweise ich setze das Ganze mal auf 20 Millionen runter, fürs Erste. Weil 20 Millionen alleine ist ja auch, finde ich persönlich, sehr viel. Ich finde, damit kann man leben. Und vor allem, wenn du jetzt 20 Millionen Sterne siehst, ganz ehrlich, dann bist du halt wirklich, man muss es so sagen, du bist rich. Du bist einfach rich. Man braucht sich keine Sorgen mehr machen. Allgemein, ich bin jetzt sowieso komplett schuldenfrei. Über das Ding kommt gar nichts mehr, über das Haus kommen keine Schulden mehr. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist alle Brücken abreißen und dann nochmal neu aufbauen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ganz ehrlich, Geld verschwenden möchte ich natürlich auch nicht. So, ich nehme jetzt nochmal kurz 100.000 raus bezüglich Aufgang. Das wird ihn gleich instant abbezahlen können. Dann ist er nämlich morgen fix und fertig und ich kann morgen, sollte ich eine neue Folge aufnehmen, gleich direkt weitermachen. Und vor allem brauche ich das Ganze jetzt mal für eine kleine Übersicht, wie weit ich denn überhaupt planieren muss. Ja, ich kann natürlich auch schon sagen, hier unten wird sich wahrscheinlich nichts mehr ändern. Also auf der, ich sage jetzt mal, Hauptteil der Insel, dort wo das Service Center steht. Da wird nichts mehr passieren. Im Gebirge hingegen das meiste noch. Links, rechts, diese Wege kann man auch schon abschließen. Ja, es ist halt nur noch das hier. So, Inseldesigner-App. I need you. Aber ich habe eh schon gesagt, ich werde ein bisschen zurückfahren, was die ganzen Sachen angeht, bezüglich...
naja, ihr wisst schon, bezüglich Animal Crossing Aufnahme, ich meine, ich habe jetzt das schon so viele Videos gemacht zu Animal Crossing und keine Ahnung, irgendwann hängt es dir einfach aus. Das ist mir mittlerweile schon aufgefallen, dass ihr auch nicht mehr alle verfolgt. Das hat natürlich nichts damit zu tun, weil es euch vielleicht nicht gefällt, sondern, naja, Animal Crossing zugucken. Warum ist der Weg jetzt wieder weg? Weiß der Teufel. Nee, es ist ein bisschen kompliziert zum angucken, das weiß ich natürlich auch. So, und ich glaube, der Aufgang, ja, der passt perfekt hier hin. Ich schaue es mir trotzdem nochmal ganz kurz an. Ich würde tatsächlich sagen, eins weiter zurück. Da muss ich... Oh, da brauche ich ganz kurz die Plateau-Lizenz. So. Naja, das war zu viel. So. Dann hier nochmal. Dann können wir hier nämlich den Aufgang so reinbauen. Ah, so viel wollte ich auch nicht. Mann! Steuerung! Das kann ich hier nämlich abrunden, ne? Genau. Dann müsste das ein bisschen besser aussehen. So ist es auch. Schauen wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz an. Ja, also ganz ehrlich, das finde ich cool. Das gefällt mir sehr gut. Habe ich jetzt noch ganz kurz so ein Seilzaun übrig? Ja, einen habe ich. Oh nee, jetzt steht dieser behinderte Georit richtig dämlich hier. Warte, das soll sich aber ausgehen. Nee, dich wollte ich doch nicht ansprechen. Tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe. Musst du dich gleich zu Wort melden, ne? Ist ja alles okay. So, voll bezahlen, bitte einmal. Nice. Das heißt, der Aufgang steht da morgen schon. Wie soll ich denn das jetzt wieder machen? Damit mich der erwartet, das geht sich aus hier. Okay, war ein bisschen zu viel. Jetzt aber. Jetzt hat's funktioniert. Jetzt steht aber der Zaun wieder behindert. Mann, warum ist das alles so kompliziert? Ja, jetzt fehlt halt wieder einer. Weiß gar nicht, warum ich jetzt eigentlich lache. Ich meine, es ist eher peinlich. Genau, hier kann ich eh noch nicht bauen, weil der Georit noch steht. Hier kann ich jetzt noch. Wartet, da müssen wir aber mit dem normalen... Soll ich... Nee, ich mache jetzt Trampelpfad. Komm. Ich mache jetzt ganz normal einen Trampelpfad, denn ihr müsst wissen, der Fußballplatz selbst, der gehört ja jetzt eigentlich nicht wirklich zum Waldwanderweg. Genauso wenig wie Mareiles Haus. Ja. Ich meine, ich kann einen Doppelweg hier bauen. Ich glaube, das sieht doch besser aus. Oder? Na. Fragwürdig. Sehr fragwürdig. Ich glaube, ich belasse bei dem einzelnen Weg. Oder was meint ihr? Ich glaube, ich belasse bei dem einzelnen. Ja. Ja. Ist viel besser. Ich muss da noch kurz ein paar Zäune machen. Die werde ich jetzt dann noch hinstellen und dann werden wir die Folge beenden. Aber ihr seht schon, so ein kleines Teilchen, was ich hier gebaut habe, einfach mal eine halbe Stunde fast. Okay, ich habe ein bisschen gezögert auch, aber egal. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, Mareile muss übrigens nicht über den Waldwanderweg laufen oder latschen, dass sie halt zurück ins Dorf kommt, sondern ich habe ja eben diesen extra Weg noch gebaut. So. Ich glaube, zu viel Zäune sollte ich halt auch nicht machen. Ja, aber ich glaube, damit kann ich hier leben, glaube ich. Das passt. Das passt auf alle Fälle.
meine, im schlimmsten Fall kann ich ja noch immer einen Baum ein bisschen umholzen. Ich glaube, das wird keinen stören. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Natürlich in-game. Gut. Hier nochmal kurz das Vergleich. Also, Mareiles Haus ist hier oben. Und hier kann man jetzt eben nochmal langlatschen. Bis hin zu... Jetzt hast du mich... Boah, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ja, und hier kommt man dann runter und dann ist man hier schon im Dorf. Also es ist auf jeden Fall ein kürzerer Weg als den anderen, die sie zuerst immer latschen musste. Der wäre nämlich gewesen... Also mit ohne diese eine Brücke und den Aufgang wäre sie nämlich über den Weg hier jetzt, den wir hier gerade gebaut haben, über die Obstplantage, bis hin zu Heriberts Haus vorbei und dann ist es also wäre ein richtig fetter Umweg gewesen. Und naja, ich finde, das hat die halt nicht verdient. Das... Hoppala. Nein! Da war noch die Wegbearbeitungs-App am Laufen. Eigentlich wollte ich auf den Zaun hinaus. Damit wir hier das Loch noch stopfen können. Genau. Ich glaube auch hier, lol, auch hier kann ich noch rein. Das war ein Stück zu viel. Zu wenig in dem Fall. Gut, und damit sind die Zäune auch schon aufgebraucht. Das heißt, jetzt haben wir es auf jeden Fall erreicht. Gut, dann war das hier jetzt der Anfang. Leute, nochmal kurz zur Erinnerung. Ich werde jetzt erstmal Wege und Zaun nur bauen. Das heißt, es sieht hier noch relativ unbeliebt aus und sowas. Aber es wird natürlich auch am Rand und so weiter einige Sachen noch kommen. Es werden einige Bäume noch platziert und. Was genau dann alles noch kommt, ich werde mir ein bisschen was einfallen lassen. Aber auf jeden Fall dieser Waldwanderweg. Die 5 Folgen, was ich gesagt habe, vergesst die sofort. Das wird mindestens 15 Folgen werden. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.